Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gestern eigentlich schon einen Livestream gemacht auf Instagram, aber irgendwie wurde der nicht gespeichert. Ich konnte den nicht posten. Instagram hat da mal irgendwie wieder verkackt. Und vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, ich habe niemanden mehr abonniert auf meinem Instagram-Kanal. Und warum ich das Ganze gemacht habe, erkläre ich dir heute. Yes, dieses Video ist eigentlich einfach nur eine kleine Erklärung, so dass niemand irgendwie denkt, das Ganze ist böse gemeint oder irgendwie negativ oder ich habe keine Lust mehr auf irgendwen, das ist alles Quatsch, sondern ich habe es völlig aus privaten Gründen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass mir das Ganze einfach nicht mehr gut tut. Ihr kennt das vielleicht, ihr öffnet Instagram mehr oder weniger intuitiv und guckt die Stories durch, scrollt da durch und seht Dinge, die ihr eigentlich gar nicht sehen wollt, weil ihr wisst ja nicht, was sich hinter der Story, hinter diesem kleinen runden Ding da, was sich da verbirgt, sondern ihr klickt einfach drauf, weil ihr wissen wollt, was da ist. Und das ist auch noch so konstruiert, dass ihr immer da draufklicken wollt, ihr wollt ja am liebsten da niemanden oben keine neuen Stories haben. Ihr wollt diesen runden Kreis nicht mehr haben. Und deswegen klickt man da drauf, verbringt da ziemlich lange Zeit und sieht dann halt auch Dinge, die man eigentlich vielleicht gar nicht sehen möchte. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich öfter Dinge sehe, die mich dann einfach extrem triggern und die mir nicht gut tun. Und deswegen habe ich mich gestern dazu entschieden, niemandem mehr zu folgen, damit ich einfach nicht mehr Emotionen und Gedanken bekomme aus dem Nichts heraus, die ich selber eigentlich gar nicht haben möchte. Und deswegen erstmal, Leute, niemand soll sich irgendwie angepisst fühlen oder sauer sein oder so. Es hat gar nichts mit euch zu tun, gar nichts mit den einzelnen Leuten zu tun, sondern einfach nur mit mir persönlich. Ich habe einfach gemerkt, mir selber tut das nicht mehr gut und ich muss da irgendwie was dran machen. Und heute ist tatsächlich der erste Tag, wo ich null irgendwie auf Instagram unterwegs war. Ich habe dann echt dann nur gepostet, du gehst da rein intuitiv und siehst nichts. Und in dem Moment, wo du dann nichts siehst, war das so, oh, befreiend einfach. Einfach befreiend. So, da war nicht mehr, du musst das durchgucken, du musst das durchgucken. Ein paar Minuten später gehst du wieder rein, guckst es wieder durch. Das war einfach weg und ich habe einfach heute echt gemerkt, es war so die richtige Entscheidung. Und es ist ja nicht so, dass ich niemanden mehr von meinen Leuten, denen ich gefolgt bin, mir anschauen könnte, sondern ich nutze es einfach so, dass ich jetzt auf die Lupe gehe, den Namen von demjenigen eintippe, den finde und trotzdem gucken kann, was bei ihm abgeht. So, ne? Und das ist ja nicht so, dass das dann weg wäre, sondern einfach Instagram entscheidet nicht mehr, was ich sehe, sondern ich selber entscheide, was ich sehe. Und das ist mir einfach wichtig gewesen. Und ich habe heute den ersten Tag so verbracht und habe einfach auch für mich gemerkt, ja, das war eine gute Entscheidung. Auch wenn es vielleicht komisch war, ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, hey, wieso folgst du niemandem mehr? Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr manchmal auch dieses Gefühl habt, ihr seid da so, habt da so fast so einen Zwang irgendwie zu, probiert das auch mal aus. Ja? Der erste Schritt ist auf jeden Fall, die Benachrichtigung auszustellen schon mal, dass man wirklich nur noch da reingeht, wenn man möchte. Aber man öffnet ja schon intuitiv einfach am Tag mehrmals diese Instagram-App. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte da nicht mehr alles sehen. Ne? Ich möchte selber entscheiden, wenn ich etwas sehen möchte und ich möchte nicht, dass Instagram darüber entscheidet, was ich zu sehen habe und was nicht. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden. Der Mittelweg wäre, einfach nur noch den Menschen zu folgen, von denen, wo man wirklich die Sachen sehen möchte. Aber letztendlich, Leute, wie wichtig ist es, das zu sehen? Also wenn ich, das ist ja eh alles in Wirklichkeit nicht wirklich echt, was da gezeigt wird. Sondern wenn ich jetzt von einem guten Freund
die Instagram-Stories sehe oder die Posts, dann ist das ja meistens nicht real. Sondern wenn ich wissen will, wie es demjenigen geht, dann rufe ich ihn kurz an, FaceTime, schreibe ihm eine WhatsApp und weiß dann halt wirklich, was abgeht. Und dafür brauche ich kein Instagram. Ich wollte einfach nur kurz und knackig das Ganze nochmal erklären, klarstellen, dass niemand irgendwie böse ist oder so. Und ich hoffe, ihr seid mir auch nicht böse. Ich bin weiterhin für euch da. Vielleicht bin ich sogar mehr da und kreativer als vorher, weil ich nicht mehr ständig irgendwie abgelenkt werde. Und ich bin mehr bei mir und ich bin mehr mache mehr das, was ich euch auch wirklich zeigen will, weil ich nicht mehr ständig irgendwas von außen bekomme. Und ich hoffe einfach, ihr habt Verständnis und seid mir nicht böse oder sowas. Es ist wirklich null böse gemeint. Schreibt mir jederzeit, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendetwas habt. Markiert mich auf euren Beiträgen. Ich sehe es immer noch weiterhin. Es ist nicht weg. Und ich wollte es einfach nur kurz erklären. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Kurzes Statement-Video nur. Yes! Wenn du gerade neu bist übrigens, mein Name ist Daniel. Herzlich willkommen. Auf dem Kanal gibt's Fitness, Mindset, Nutrition. Und was sonst so abgeht bei mir im Leben. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Lass mir gerne ein Abo da. Wir sehen uns jede Woche in neuen Videos. Diese Woche habe ich extrem viele Videos gebracht, aber einfach, weil ich auch viel nach außen bringen wollte. Es war diese Woche cool. Es hat mir echt Bock gemacht und freue mich auf die nächste Woche mit euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Peace out und bis zum nächsten Video. Haut rein.